Yo Boys, wir sind hier auf Pirate Swap, wo du deine Kackskins in geile Skins austauschen kannst. Du kannst aber auch Balance benutzen und wenn du Balance aufladen möchtest mit Echtgeld, dann kriegst du 35% mehr mit dem Code CRONY. Deswegen, tauscht eure Kackskins in geile Skins und haut rein, viel Spaß beim Video. Yo, wunderschönen guten Morgen, meine Schulden, Fritz, CRONY ist hier am Start und ja Mates, wir sind wieder zurück auf Keydrop. Wir machen ein cooles Case Opening Battle. Und das Ganze natürlich ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und dann erzähle ich euch, wie so zu lange keine Videos kamen. Einfacher Grund, Kinder hatten Kindergartenferien und ich bin einfach no joke. Was ist denn das hier? Pause, Live Battles. Ah, cool, Mann. Cooler Knopf. Hier hat auch einer gemeint, dass wenn man das hier, warte mal, aber Country habe ich hier schon Deutschland ausgewählt. Deswegen müsste eigentlich schon alles normal sein und die Bots müssten auch wieder da sein. Echt komisch. Ja, weil die Kinder hatten Kindergartenferien und in dieser Woche, no joke, um 8 Uhr aufgestanden mit den Kindern, um 10 Uhr pennen gegangen mit den Kindern. Und das war der Tag. Viel mehr ging da nicht. Also wir haben natürlich schon Sachen gemacht und waren am See und haben uns mit Freunden getroffen und so weiter. Ne? Aber du konntest nicht 10 Minuten mal hoch Video aufnehmen, nochmal hoch cutten und so weiter. Ging alles nicht. Ging nicht. Also chancenlos. Durch die ganze Trennungssituation sind die Kinder natürlich auch ein bisschen am Klammern und so, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und deswegen wollen die auch nicht allein gelassen werden, beziehungsweise möchten auch nicht, wenn man aus dem Zimmer geht oder so. Und das respektiere ich zurzeit natürlich, deswegen kamen da keine Videos. Boah, Feierkiste, ich glaube, die machen wir. Komm, das machen wir mal. Wir machen ein paar Mal die Royal-Kiste auf. Und dann noch eine Feierkiste, die sieht sexy aus. Ja. Das probieren wir. Im Notfall zweimal das Battle. 3 Spieler machen wir wieder. Winners Wind. Abfahrt. Geht der unsere Bots wieder? Jawoll. Da sind sie doch wieder, die guten Kollegen. Da sind sie doch wieder. Gute Bock, Crony. Bot Giorgio. Scheiße, ich habe gedacht, wir haben 4. Ich wollte Giorgio jetzt nicht kategorisch ausschließen. dafür ist Giorgio beim nächsten Battle dabei. Ja, genau. Viel mehr ging noch nicht. Und jetzt sind die Ferien aber vorbei. Und außerdem die Woche habe ich die Kids eh nicht. Das heißt, es wird auch wieder regelmäßig Content kommen. Ich wollte euch ja immer mal wieder so ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Das werde ich jetzt auch einfach so machen. So machen, wie ich Bock drauf habe. Habe ich eigentlich schon immer, aber jetzt noch mehr als eh schon. Ich habe die hinteren 2 Rippen, glaube ich, angebrochen. Die Story dazu erzähle ich euch jetzt. Ne? Wir waren am Wochenende auf so einem super turbo krassen Speedboat. Yacht, keine Ahnung, ob es eine Yacht war oder Speedboot. Also es war auf jeden Fall ein Speedboot, weil es über 100 km/h gefahren ist. Aber ich weiß auch nicht, ob man das als, ist das noch ein Sportboot? Es war, glaube ich, schon 25 Meter, also 25 Meter war safe lang. Doch, oder? Ja doch, so 25 Meter war safe lang. Also wir waren 15 Leute drauf und es war immer noch Platz. Auch Kabine unten drin gehabt, aber es war halt nicht zweistöckig. Ne? Das war nicht so eine langsame, sondern schon ein sehr, sehr großes Sportboot. Oh je, letzte Kiste. Bitte. Oh ja, sieht gut aus, oder? Nein! Och nee, Digga, ey, unnötig, ehrlich. Unnötig. Können wir uns das überhaupt nochmal leisten? Boah, wir können es uns nicht nochmal leisten. Oh, ist das mies, ey. Jetzt müssen wir 4 Spieler machen und hoffen, dass wir gewinnen, dass wir da wieder ein bisschen was rausholen. Die eine Kiste für den Elfer war eigentlich ganz okay. Naja, auf jeden Fall war es die absolut heftige, ich sage jetzt einfach mal Yacht. Hat so Bock gemacht auf dem Ding. Und wir sind aber dann mit ordentlich Karacho, ist derjenige, wo halt gefahren ist, ist gefahren. Weil das war ein professioneller Bootfahrer, der auch von der Vermietung und so weiter war. Ne? War jetzt keiner von uns, der da irgendwie rumgecruised ist. Also das ist so krass gewesen, wie der so links, rechts über die Wellen gejumpt ist und keine Ahnung was. Hat so Bock gemacht. Ich, Idiot, habe mich aber nur mit einer Hand festgehalten, weil wir saßen auf so einer Bank. Rechts von mir saß noch ein Mädel. Ich habe mit einer Hand, habe ich probiert zu filmen, so mit einer Hand mich festzuhalten. Und dann hat der so eine Kurve gemacht, Alter, und das Mädel ist so ein bisschen auf mich drauf. Und ich so, bam, von der Bank runter, voll an die Bootwand geknallt, so mit dem Rücken, so zack. Habe auch erstmal gedacht, meine Rippen sind angebrochen und alles, aber... Jetzt ist der zweite Tag und es wird langsam besser, muss ich sagen. Also, könnte immer noch sein, dass sie angebrochen sind oder gebrochen sind. I don't know. Aber es wird auf jeden Fall langsam besser. Wenn es jetzt bis morgen, übermorgen immer noch so übel wehtut, dann gehe ich mal zum Arzt. Aber ansonsten sollte das wieder easy going sein. Hat auf jeden Fall trotzdem extrem Bock gemacht, damit rumzufetzen. Also war wirklich komplettes Achterbahn-Feeling. Hat sich angefühlt wie eine Achterbahn auf dem Wasser. Das Ding war so krank.
Wir haben die auch gefragt, was das kostet. Kostet normalerweise also neu 1,2 Millionen, weil das auch alles mit Carbon war und so. Und das gebrauchte Modell, wo wir original gefahren sind, gibt es aktuell im Schnapperangebot für 800.000. Na, vielleicht ein bisschen Verhandlungsbasis, 750, sei damit dabei, sollte sich einer eine Turbojacht holen wollen. Turbojacht, Schnellboot, Speedboot, wie auch immer. Lecker, lecker. Kann gerne in die Kommentare schreiben, ich melde mich dann. Ich hoffe, ich kriege eine Provision, beziehungsweise mit dem Code Crony gibt es nicht nur auf Keydrop ordentlich Prozente, sondern auch beim Yachtkauf. Ja? Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Da kriegt er gut und gerne mal eure 3% beim Yachtkauf. Keydrop kriegt er natürlich mehr. Das war auf jeden Fall wirklich, wirklich krass. Das hatte so ein bisschen so Mali-Vibes. Das, was man so kennt aus dem Fernsehen, wenn die da so Partys feiern auf dem Boot. Mit so Sektflaschen und so richtig am Abgehen sind. Meistens bei so Horrorfilmen und nachher fällt einer ins Wasser und dann kommt ein Hai und sowas. Ihr kennt die Filme. So ein Vibe hatte das. Also das war echt, echt crazy cool. Richtig Spaß gemacht, waren auch richtig coole Leute. Und ja, hoffe ich, dass ich sowas wieder mal machen werde. Vielleicht kann man das ja auch einmal im Jahr oder so mieten. Also es kostet für 10 Leute können mitgehen. Und dann sind halt noch Crewmitglieder mit dabei. Kostet 2.500 für 8 Stunden. Und du hast aber auch einen Fahrer dabei und Getränke und dies und das. Ne? So einfach so luxusmäßig mal. Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn du da einfach einen geilen Tag auf dem See hast, für 8 Stunden und jeder zahlt 250, ist natürlich pauschal gesagt, nice, dass wir gewonnen haben. Immer noch Minus leider, deswegen kein Riesengrund zur Freude. Aber hört sich natürlich erstmal viel an, ist auch viel Geld natürlich. Aber wenn man feiern geht, je nach Club, bist du am Abend dann auch dein, das läppert sich, Taxigeld, Getränkegeld, dann gehst du noch was essen, dann fährst du mit dem Taxi wieder zurück, bist auch deine 150 Schlappen los und hast einfach nur eine Party gehabt, in Anführungszeichen. Ne? Gehst du auf ein Festival, zahlst du fürs Ticket auch, zahlst du für die Getränke extrem viel, bist du auch deine 250 Euro los. Und deswegen finde ich auf so einer Luxusjacht, 8 Stunden, einen geilen Tag haben mit coolen Leuten für 250, fände ich okay. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald. Ciao.